Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder otto.de und zwar mit dem Keebel Cube Poseidon Gaming PC für 3.949 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns vorgeschlagen von RayJ bei unserem Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Also das Gehäuse stimmt, Grafikkarte kann ich euch nicht sagen, ist nicht festgeschrieben, machen viele SIs nicht. Die Lüfter stimmen, die sind aufgelistet. Das Witzige ist, die von der Wasserkühlung werden ausgetauscht, damit es ein einheitliches Bild ist, aber da komme ich gleich noch zu. Diese vier RAM-Bänke, die da belegt sind mit beleuchteten, wahrscheinlich Corsa Dominator RAM oder so, die sind nicht voll bestückt. Es sind nur zwei Riegel, deswegen sieht das schon mal nicht so aus. Das Board stimmt auch nicht, die Wasserkühlung auch nicht. Es ist so ein Mischmasch. Also es sieht nicht 100% so aus, wenn es zu euch nach Hause kommt, aber es wird auch nicht maßlos übertrieben. Ist auch ziemlich schwer, bei einem Preis von knapp 4.000 Euro da noch irgendwas wegzulassen oder hinzuzaubern, was nicht schon drin ist. Kommen wir auch direkt zu der Konfiguration. Die CPU ist ein Intel Core i9 14900KF. Der hat 24 Kerne, 32 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch 253 Watt reinschrauben, ungebändigt, also im BIOS alles unlocked, quasi 300 Watt, 350 Watt, keine Seltenheit unter Volllast. Und da unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS und DDR5 5600 MTS, auch hier DDR5 6000 MTS, ganz locker. Bei Intel 6400, 6800, das frisst er alles, sofern es nur zwei Riegel sind. Und das ist hier auch so. Die Thematik ist jetzt natürlich, wir haben schon diese neue Core Ultra Serie, aber die sind ja nicht sonderlich schneller geworden, sondern einfach nur ein bisschen effizienter. Deswegen ist das schon immer noch ein guter Prozessor. Ob es zum Zocken Sinn macht, da seinen Stromverbrauch in die Höhe zu treiben, weiß ich nicht. Bei Gaming-Kisten würde ich immer auf AMD gehen, meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer. Wenn ihr natürlich so ein Arbeitstier wollt, wo ihr nebenbei dann noch Videos schneidet und so, ist Intel natürlich ein bisschen besser geeignet. Aber er frisst halt wirklich sehr viel Strom und wird sehr warm. Ob man das mit einer 360er Wasserkühlung wegbekommt, wenn der wirklich unlocked läuft, also wirklich keine Begrenzungen in dem BIOS eingestellt sind, das wage ich zu bezweifeln. Wenn die aber festgeschrieben sind, die Werte auf diese 125 Watt und 253 Watt, dann sollte es eigentlich gehen und im Gaming sowieso. Also immer noch aktuell dieser Prozessor. Klar, wir haben mittlerweile einen neuen Sockel, aber ihr könnt ihn ruhig noch nehmen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ein bisschen schade finde ich allerdings, dass es ein KF geworden ist. Ein K hätte dem ganzen System besser gestanden bei dem Preispunkt, weil ihr könnt mit der integrierten Grafikeinheit nicht nur eure Daten retten bzw. noch ein Bild ziehen, wenn die Grafikkarte mal die Füße hoch macht, sondern ihr könnt diese integrierte Grafikeinheit auch zum Rendern mitbenutzen. Funktioniert unter Adobe zum Beispiel ganz gut. Aber soweit kann ich theoretisch nicht meckern. Klar, sie hätten schon die neueren Generationen nehmen können, aber es ist jetzt halt noch relativ jung, diese Core Ultra Serie. Deswegen bleiben sie erstmal noch bei den älteren Sachen. Und der kostet 438,93 Euro bei Amazon. Der Cooler, also die Wasserkühlung, ist eine Corsair IQ H150e Elite LCD XT. Wer 240 Euro für eine Wasserkühlung ausgeben möchte, weil sie ein cooles Display hat, okay, macht es. Technisch gesehen kann ich da jetzt gar nicht großartig meckern. Klar, man hätte eine 420er nehmen können. Ob das dann wieder ins Gehäuse passt, ist wieder eine andere Geschichte. Es ist halt eine 360er Wasserkühlung. Was hier allerdings ganz witzig ist, die nehmen diese Corsair-Lüfter, die ihr über IQ steuern könntet, nehmen die runter und packen von Lian Li die Lüfter drauf, damit ihr ein einheitliches Bild habt. Problematik, ja, nicht so wirklich problematisch, aber Thema ist dort, dass die Lian Li Lüfter nicht so stark sind wie die Corsair Lüfter, die eigentlich bei der Wasserkühlung dabei sind. Es handelt sich hier um Nuancen. Das sind diese Werte hier. Ihr seht das hier, maximal 65,56 CFM und dann habt ihr 2,68 mm H2O. Hier seht ihr 64,5 CFM, 2,59 mm H2O. Das heißt, die Lian Li sind geringfügig schwächer. Ich wollte es nur angesprochen haben, ihr kriegt diese Corsair-Lüfter nicht, ihr bekommt Lian Li-Lüfter, die ihr dann wieder mit einer eigenen Software ansteuern müsst. So ist es halt. Ich denke aber, dass ihr IQ trotzdem installieren müsst, weil ihr müsst ja irgendwie ein Bild hier vorne drauf zaubern. Da ist ja ein Display drin und ich denke,
das läuft über IQ. Aber gut, von der technischen Seite her kann ich jetzt nicht großartig meckern. Und die kostet 238 Euro bei S&E Ventures bei Amazon Marketplace. Ansonsten halt hier nochmal Amazon 244 und Galaxus hat sie für 245. Die Wärmeleitpaste ist die Standard-Wärmeleitpaste, die denke ich auch bei der Wasserkühlung mit dabei ist. Der Speicher, Kingston Fury Beast RGB 64 GB Kit DDR5 6000 MTS. Wir wissen nicht, welche Timings. Es steht dahinter XMP und Expo. Ja, das ist schön. Auch, dass es 2x32 GB sind, ist auch fein, dass wir darauf geachtet haben. Aber die Timings werden wie immer verschwiegen. Deswegen nehmen wir jetzt den CL40er. Es ist der schlechteste, den es von der Serie gibt. Also genau vom Kingston Fury Beast RGB. 6000 MTS ist schon mal fein. 64 GB in dem Preisbereich erwarte ich irgendwo auch. RGB-Beleuchtung hat er auch ein bisschen. Zwar nicht die, die auf dem Bild zu sehen war, aber er leuchtet. CL40... Ja, es gibt halt auch CL30 RAM, da muss man dann ein anderes Kit nehmen. Es gibt teilweise sogar schon CL28 RAM, aber ja, das sind wieder so Feinheiten. Wenn ich so viel Geld für einen PC hinlege, möchte ich quasi das Beste vom Besten. Und das wäre eben CL30 RAM gewesen. Aber so ist es jetzt leider. Und der kostet 207,80 Euro über eBay bei Alternate. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4080 Super 16 GB. Hier wissen wir natürlich, wie meistens, nicht, welche es ist. Das heißt, die auf dem Bild zu sehen ist, wird es eventuell nicht. Deswegen nehmen wir wie immer die günstigste, ist in dem Fall die Gainboard. Es gibt noch zwei andere Modelle, die auch roundabout 1000 Euro kosten. Aber eine 4080 Super ist nicht schlecht. Ist eine super Grafikkarte für WQD und 4K Gaming. Aber bei dem Preispunkt will ich eine 4090 da drin sehen. Jetzt sagt ihr, ja, die 4090 kostet aber fast das Doppelte. Wie soll ich es verpacken? Es hätte noch reingepasst vom Aufpreis her. Aber ihr werdet es gleich sehen an der Liste. Aber von der Grafikkarte her, ich kann jetzt nicht meckern, ist eine geile Grafikkarte, aber es geht halt besser in dem Preissegment. Ist einfach so. Wen die FPS interessieren, Link ist in der Videobeschreibung zu einem FPS-Testvideo. Und die kostet 999 Euro bei Alternate. Das Mainboard ist ein Asus TUF Z790 Plus Wi-Fi RTX inklusive WLAN und Bluetooth. Ja, das sagt der Name Wi-Fi da drin. Ich denke einfach, sie kriegen sehr oft die Frage gestellt, ist da schon WLAN und Bluetooth drin, weil die Leute mit Wi-Fi nichts anfangen können? Ja, es ist dabei. Der Z790 Chipsatz natürlich top, für die 14. Generation kann man ruhig so machen. Was das Board selbst angeht, haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein, die beiden Slots. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt benutzen kann, weil auf dem Bild wurde halt gezeigt, dass die Grafikkarte vertikal eingebaut wird. Eventuell bauen sie die auch horizontal ein, weil da sonst nichts steht. Ob es bei dem Case jetzt geht, kann ich euch auch nicht sagen, deswegen, die Slots sind da. Ob ihr sie benutzen könnt jetzt effektiv, steht auf dem anderen Blatt. Aber ihr habt halt 4 Erweiterungsslots, wo ihr halt potenziell noch irgendwas draufschrauben könnt. Ach ja, und hier unten ist auch noch ein SSD-Steckplatz. Also ihr habt 4 SSD-Steckplätze. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, wie eben schon angesprochen. 2x USB Typ C, 2x USB 3.1, 4x USB 3.0, Netzwerkanschluss und halt die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr nicht benutzen. Es ist ein 14900KF. Wenn ich jetzt so das Bild auf mich wirken lasse, ich gebe 4000 Euro für einen PC aus und habe nur 6x USB-A. Wisst ihr, wie schnell die weg sind? Tastatur, Maus, schon mal 2 hier weg. Es sei denn, ihr arbeitet mit Adaptern. Vielleicht habt ihr noch ein Headset, dann habt ihr vielleicht noch ein gesondertes Mikrofon, einen Drucker. Ich habe zum Beispiel hier so eine Overwatch-Lampe, die läuft auch über USB. Könnte man über Netzteil steuern, aber ich habe sie am PC angeschlossen, weil Kabel zu kurz. Mauspad könnte noch leuchten. Es ist zu wenig. 6x USB-A ist einfach zu wenig in dem Preissegment. Das Board an sich ist cool. Ich bin nur mit dieser I.O.-Blende nicht so ganz happy, aber das müsst ihr für euch selber entscheiden. Mir wäre es halt, wie gesagt, zu wenig. Und das kostet 239,65 Euro bei Abomi über Amazon Marketplace, ansonsten 239,90 Euro über ProShop. Die M.2 SSD-Festplatte ist eine 4000 GB M.2 SSD, NVMe. Ihr wisst halt gar nicht, was ihr bekommt. Und ich dachte mir einfach mal, guckst du doch mal bei Kiebel selber, was die so verbauen. Die haben auch diese Q-Poseidon-Dinger da drin, allerdings nicht zu dem Preispunkt, nicht mit der Config, die gibt es irgendwie nur bei Otto, aber nicht bei denen auf der Seite. Ist ja auch Latte. Hier wäre es jetzt eine Lexa 1TB NQ710. Dann gibt es hier noch so eine AMD-Variante. Da wäre es einfach wieder nur eine 1000 GB M.2 SSD. Da wisst ihr wieder nicht, wo ihr dran seid. Dann verbauen sie aber auch gerne bei anderen Editionen eine NM790, was auch cool wäre. Aber wir wissen es hier einfach nicht. Die können euch da reinschmeißen, was sie wollen. Deswegen nehme ich jetzt die günstigste, die ich am Markt gefunden habe mit 4TB, die Crucial P3. Hat so mittelmäßige Lese- und Schreibraten. Das Maximum bei PCI Express 4 sind so 7000 MB die Sekunde. Jetzt haben wir hier 3,5. Ist in Ordnung. 4TB finde ich geil, dass es dabei ist. Dann habt ihr erstmal keine Speichersorgen.
Aber ich finde es halt schade, dass das eben nicht festgeschrieben ist. Und die kostet 215,44 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Corsair RME Series RM1100E 1000 Watt 80 plus Gold ATX 3.0. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist eben 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular, hat 1000 Watt, reicht Dicke für das System. ATX 3.0 ist auch schön, dass es mit dabei ist. Vernünftige Komponente. Kann man wirklich so machen. Ihr habt halt auch schon diesen neuen 12 Volt High Power Anschluss mit dabei für die 4080 Super, die hier auch verbaut ist. Kein Kabelsalat und so. Ja, kann man machen. Und das kostet 151,77 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein ATX MIDI Height Y60 schwarz. Ich hatte schon das Y40 hier stehen. Das ist eine Nummer kleiner. Das Y60 wird sehr wahrscheinlich vom Aufbau her ungefähr gleich sein, halt nur größer. Was ich ein bisschen schade finde, die verbauen ja jetzt 6x 120mm Lüfter da drin. Ihr könntet an der Seite 2x 140mm reinbauen, dann habt ihr halt 2x120 an der Seite, das sieht so ein bisschen verloren aus. Ja, die passen auch. Wenn mein Cutter jetzt ordentlich ranzoomt, seht ihr hier diese beiden langen Löcher, einmal 120er und einmal 140er, könntet ihr theoretisch verbauen. Machen die ja auch so, auch wenn da nur 140 steht, die packen 120 rein und dann habt ihr halt einen sehr kleinen Lüfter auf einer relativ großen Fläche im Verhältnis halt zum Gehäuse. Tut der technischen Seite jetzt keinen Abbruch, sieht halt nur ein bisschen komisch aus. Ansonsten ist das ein cooles Case. An der Seite kommt die Luft halt rein, oben geht sie raus durch die Wasserkühlung, im Heck kommt dann auch noch so ein 120er rein. Ja, kann man machen. Wem das optisch gefällt, das kann man so mitnehmen. Ja. Und das kostet 159,20 Euro bei Alternate über eBay. Betriebssystem ist Windows 11, vorinstalliert und sofort startklar. Ich gehe davon aus, dass es aktiviert ist, sonst würden sie es nicht so dahinschreiben. Ist das aktuellste Betriebssystem? Kann ich gar nichts weiteres zu sagen. Und das kostet 37,37 Euro bei MySoftware. Jetzt kommen wir zum Zubehör. 6x Lianli Unifan SL120 V2 12 cm, also die 120er, steht ja auch hier bei SL120. RGB inklusive Controller. Da schmeißen wir jetzt einfach 2x das Dreier-Set in den Warenkorb. Und ja, sehen geil aus, die Lüfter. Ich mag sie persönlich auch ganz gern. Ja, kann man halt machen. Sie haben halt etwas weniger Druck, Luftdruck, um durch die Wasserkühlung durchzukommen gegenüber den Corsair-Dingern, aber dann habt ihr ein einheitliches Bild. Und die Kosten pro Set 89,89 Euro bei csvdirekt.de. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter. Drauf achten, sind wirklich 2x da drin. Das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.866,94 Euro. Und das System kostet 3.949 Euro. Das ist ein Aufpreis von knapp 1.100 Euro. Das ist eine eigenständige Grafikkarte. Das wäre eine eigene 4080 Super. Nochmal. Damit könntet ihr den Aufpreis zu einer 4090, die dann das Topmodell wäre, was man bei 4.000 Euro erwartet, das könnt ihr locker puffern. Wäre überhaupt kein Problem. Ja, ich weiß, Otto zieht sich noch ein paar Prozente runter, weil es ja auf dem Marktplatz von Otto über Kiebel quasi so angeboten wird. Aber das ist ja einfach zu viel. Das ist Hightech-Level, Joule-Performance-Level tatsächlich. Die haben auch solche Aufpreise, das ist doch selbstverständlich. Aber Kiebel, das ist jetzt schon krass. Zumal wir bei der Konfiguration auch wieder nicht wissen, welche SSD, welche Timings hat der RAM. Und dann habt ihr die Lüfter von Corsair nicht, ob die euch dann mitgeliefert werden oder ob die sich die einstecken, die ja bei der Wasserkühlung mit dabei sind, kann ich euch auch nicht sagen. Nein, würde ich niemals ausgeben, auf gar keinen Fall. Ich zeige euch jetzt auch keine Alternative. 4000 Euro, da könnt ihr 14.900 kF oder auch ein Ryzen 7000 oder 9800X 3D mit einer 4090 nehmen, kommt ihr nicht dran. Keine Chance. Klar, ihr könntet jetzt ein super geiles Board für 800 Euro nehmen und solche Sachen, dann kommt ihr natürlich da dran. Jeder hat so seine Vorlieben. Aber das System, nein, lasst die Finger davon. Das ist ein unfassbarer Aufpreis. Selbst wenn der Marktplatz sich noch Prozente runterzieht. Nein, einfach nicht machen. Wenn ihr wirklich Bock auf ein System habt, was wirklich High-End ist und auch nach was aussieht, so wie jetzt hier auf dem Bild, das Bild ist ja hübsch, kann man ja ruhig so sagen, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann zeige ich euch ein, wo der Aufpreis auch in Ordnung ist. Ich sag mal so 300 Euro, vielleicht sogar 350 Euro hätte ich noch als ja, annehmbar empfunden, weil die Grafikkartenpreise auch immer so krass schwanken und so. Aber 1.100 knapp, nein. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.